Ihr habt sehnlichst drauf gewartet. Okay, vielleicht auch nicht. Aber trotzdem folgt jetzt eine Speed-Aufbauanleitung für das neue M-Flow. Also Karton auf, los geht's. Zunächst checken wir mal den Lieferumfang. Wichtig, wichtig, unwichtig, wichtig, nice to have. Okay, sehr wichtig, wichtig, keine Ahnung, was das ist. Super, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Kommen wir nun zum Wichtigen. Ja, da ist unser Schmuckstück. Jetzt befreien wir das Schätzchen erstmal von ihren Fesseln und schütteln die Folie ab. Um das Ganze hier mal so authentisch wie möglich zu machen, verwenden wir auch nur das Werkzeug, das euch zur Verfügung steht. Jetzt schnappt ihr euch einen 4er Innensechskantschlüssel. Alter, für so lange Wörter haben wir keine Zeit. Also einen Inbus und schraubt die Steuersatzkappe ab. Dann die Transportsicherung entfernen und den Vorbau auf dem Gabelschaft montieren. Dann die Kappe wieder raufschrauben und mit maximal 4 Newtonmeter anziehen. Als nächstes richtet ihr den Lenker gerade aus und zieht die seitlichen Vorbauschrauben mit 5 Newtonmeter fest. Jetzt benötigt ihr einen 25er Torx, das Ding, was aussieht wie ein Stern, um die Klemmschelle von der Bremse zu lösen. Dann könnt ihr die Bremse an Lenker montieren. Achtet dabei darauf, zuerst die obere Schraube festzuziehen, und zwar so, dass kein Spalt mehr entsteht, und dann den Rest. Auch wenn in der Anleitung hier 4 Newtonmeter angegeben sind, geht es etwas softer an und verwendet vielleicht nur 3, denn aus Erfahrung verträgt die Magura-Schelle nicht so viel. Nun geht es ans Vorderrad. Dafür wechseln wir unser Plastikwerkzeug auf einen 6er Inbus und entfernen die Transportsicherung der Scheibenbremse. Jetzt könnt ihr die Steckachse rausschrauben. Warum wir das an der Stelle so sporadisch machen? Ganz einfach, damit ihr seht, wie ihr es zu Hause auch ohne Montageständer lösen könnt. Also das Vorderrad irgendwie reinschriebeln, im besten Fall darauf achten, dass die Scheibenbremse auch zwischen den Belägen landet, Steckachse rein und mit 9 Newtonmeter festziehen. Die Besonderheit ist hier, dass eure Steckachse eine zusätzliche Sicherheitsschraube hat, die ihr natürlich auch noch mit 5 Newtonmeter festziehen müsst. So, und jetzt, oh, hier passt. Das Ding hier ist nur ein vorübergehender Schutz für Transport und Erstmontage. Der kann ab. Ihr kauft doch nicht ein Prestigerad, um dann wie ein Honk rumzufahren. Also weg damit. Jetzt habe ich mal so lange aufgeregt, wo sind wir denn? Bei den Pedalen. Okay, hier nur Links-Rechts-Gewinde beachten. Viel kann man uns nicht falsch machen. Außer dem Arm bei der Kameraführung vorhalten, dass kein Schwein was sieht. Aber wir haben ja noch eine andere Pedale, da können wir es besser machen. Genau, das Ganze dann bitte nicht mit 15, sondern mindestens 35 Newtonmeter festziehen, wenn ihr die Dinger nicht verlieren wollt. Was tatsächlich auch recht nice ist, ist, dass wir eine Dämpferpumpe mit beiliegen haben. Das ist nämlich gar nicht mal so üblich. Die wird dann auf den Dämpfer geschraubt, um den Luftdruck deines Fahrwerks auf dein Gewicht abzustimmen. Wenn du fertig bist, schraubst du die Pumpe wieder ab und die Staubkappe wieder rauf. Genau das gleiche machen wir jetzt nochmal für die Gabel. Hier ist sogar der Vorteil, dass ihr den Luftdruck passend zu eurem Gewicht direkt auf der Gabel nachlesen könnt. Für die Gabeldämpfereinstellungen müsstet ihr nochmal im Handbuch nachlesen, aber auch hier ist alles zu finden. Mit Gewicht ist übrigens immer das Fahrergewicht gemeint, also alles, was ihr an euch tragt. Helm, Schuhe, Jacke, Strengthanger, all in. Nicht das Nackidei-Gewicht, wie ihr das vielleicht sonst handhabt. Jetzt checkt ihr nur mal kurz, ob die verstellbare Sattelstütze funktioniert. Tut sie. Super. Für einen weiteren kurzen Check machen wir das Bike jetzt mal an. Dann durchläuft man auch schon die ersten Grundeinstellungen, wie zum Beispiel die Sprache auswählen, vorzugsweise Mandarin, damit man auch wirklich nichts versteht. Ihr habt es vielleicht eben schon gesehen, es wurde hier ein Touchscreen verbaut. Die Smartphone-Generation unter euch wird damit überhaupt kein Problem haben. Den Boomern können wir an dieser Stelle leider auch nicht mehr helfen. Jetzt könnt ihr noch kurz prüfen, ob alle Gänge richtig schalten. Erfahrungsgemäß läuft hier aber alles rund. Checkt auch gern nochmal das Vorderrad. Sollte trotz aller Mühe ein leichtes Schleifen zu hören sein, dann ist das unproblematisch. Das fährt sich mit der Zeit noch ein. Unerlässlich für den Straßenverkehr sind natürlich die Reflektoren. Diese bitte wie im Video gezeigt montieren, dann wird alles gut. So, ihr kleinen Hobby-Monteure, dann habt ihr es tatsächlich auch schon geschafft und im besten Fall ein vollwertiges, vollständiges und wunderbar zusammengeschraubtes M-Flow vor euch stehen. Das ist jetzt auch bereit für die erste Probefahrt. Vielleicht startet ihr nicht gleich im Turbo-Modus wie unser Jan hier, dann überleben es auch eure Pflanzen. Viel Spaß!